Die Kombination von Anschlag, Hammering On, Tapping und Tap auf dem Fretboard. Das Tapping hier im 9. Bund mit dem Mittelfinger, ähnlich wie beim normalen Apoyando Anschlag, Wechselschlag angelegt. Wichtig ist dabei, dass wir in dem von oben gesehen rechten Eck vom Mittelfinger, also da wo der Nagel in die Haut übergeht, aufklopfen auf das mit dem Hautpolsterchen. Dann über dieses Hautpolster wie so eine Rolle über die Seite rutschen und zwar im zweiten Gelenk bewegen. Also keine, wie es oft gemacht wird, Handgelenksbewegungen oder gar in die andere Richtung, weil man dann automatisch an andere Seiten stoßen würde. Das Auftappen von der linken Hand auf dem Fretboard ist hier mit einer Kombination aus Handbewegung und dem Zeigefinger Endgelenk. Und der Gegenschlag ist dann quasi das Hammering On von der rechten, linken Hand. Da ist ein Doppelanschlag, das heißt mit Mittelfinger und mit Zeigefinger in einem Barré draufgehen. Das heißt, der Finger wird so rund gemacht. Und man zieht über drei Seiten nach unten ab. Das heißt, Tap, Hammering On, linke Hand, dann gehe ich wieder hin. Zweiten Punkt und klopfe mit zwei Finger auf, ziehe ab und kann in der Zeit, wo ich abziehe, wenn ich hier bin, mit der rechten Hand wieder zu seinem Platz gehen, um beide anzuschlagen. Tap.